Kunstradio, ein Pott heute. Ihr werdet es nicht glauben, das ist kein Kaffee, das ist Tee. Das ist Tee, das ist schwarzer Tee mit Essane drinne und Klöntjes. Und der Tee heißt Earl Grey, genau. Für die Uhrzeit, wir haben jetzt 17 Uhr, völlig untypisch für mich. Aber ich brauche jetzt einen Tee. Ich friere heute so ein bisschen von innen nach außen und deswegen heute der Tee. Also, jetzt seht ihr mal Nels Kaffee and Tee. So ist es. Prüsterchen. Oh, herrlich. So. Ich möchte kurz was sagen. Der Postbote war heute da. Ja, ich habe nämlich bald Geburtstag und ich erlaube mir dann und wann, hier und da, immer wieder mal, einmal im Jahr, wenn sich's denn dann wieder jährt für mich, ja, dann schenke ich mir immer selber was. Ich gehöre zu den Leuten, die sich immer gerne selber beschenken, genau. Dann gibt es nämlich meistens keinen Griff ins Klo und ich freue mich, wenn dann alles so ist, wie ich mir das erhofft hatte. Also so Wünsche äußern mache ich ungerne. Wenn man mich fragt, was wünscht ihr denn zum Geburtstag? Ja, da kommt immer der einzige Spruch, ist einfach nur Ruhe an diesem Tag und Gesundheit. Macht man immer mal, wenn man in ein gewisses Alter rutscht. Dankbarkeit und dass einfach alle gesund sind. Jawohl. Ich möchte jetzt gar nicht poetisch werden oder so, sondern, was habe ich denn hier noch hängen? Ich bin am Nägel machen, ihr Lieben. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe jetzt gerade meinen Aufbau. Ich muss sie noch befeilen. Das ist noch nicht eingefeilt, bis auf den und den hier, weil das war meine Vorlage. Jawohl. Ja, ja, Opal und Strumpfbanddesign. Ja. Die Hand braucht noch 1, 2, 3, 4. Da ist der Daumen schon mal so weit ganz nett. Aber ich bin am Nägel machen und jetzt kam die Post dazwischen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe eigentlich zu spät gedacht. Also ich habe das Paket aufgerissen und habe mich gefreut, weil ich wusste ja, was drin ist. Und im Nachgang fiel mir dann ein, alter Dummerchen, da hättest du mal die Kamera mitlaufen lassen können wieder, weil die Community flippt ja immer dezent aus, wenn es um Unboxing geht. Ja, nichts Unboxing, ihr Lieben, es wird nur ein Haul. Es tut mir leid, ich nehme euch trotzdem mit. Wir schauen uns die Produkte kurz zusammen an und ich zeige euch, was ich bestellt habe. Genau, bevor wir das machen, ziehe ich mal mein Schätzchen hierher. Ein Kommentar unter einem Video war, ein gut aussehender Pinselhalter. Hey, hallo, also gut aussehender Pinselhalter. Wer hat sowas schon? Ich sorge dafür, dass ihr den jetzt auch haben könnt. Ich habe es schon unter den Kommentar geschrieben. Ich war ein bisschen spät diesmal. Ab und zu verpasse ich mir nämlich so eine freie Zeit von Medien und Computer und Smartphone und dann in dem Moment just wird nach einem Produkt gefragt, wo ich hätte weiterhelfen können. Ich habe es nicht gleich gesehen. Ich entschuldige mich dafür, aber ich sage es jetzt für alle, für meine süßen Schnuggels da draußen. Wer dieses Schätzchen gerne hätte, ja, das ist ein Dattentisch mit Deckel. Ja, ich habe da gerade aktuell noch meine Ringelchen für meine Aristo drin und ich habe das Design hier drin gelassen, weil es ist ja im Grunde auch so ähnlich wie das, was ich jetzt hier trage, nur in Gold. Aber die werde ich mir auch noch mal auf die Nägel machen, wahrscheinlich um die Weihnachtszeit rum. Mal schauen. Ja, also wie gesagt, Dappentisch, Deckelchen und das Schöne ist halt, ich nehme es halt her zum Pinsel halten, zum Pinsel ablegen vielmehr, so. Eins, zwei passen drauf. Ja, es ist ein bisschen wackelig, aber ich finde es einfach Zucker, das so zu machen. Ich habe ja auch dieses einfache Krönchen, aber ich fand das mit dem Deckel schön und natürlich die Optik. Brauchen wir nicht drüber reden. Ihr bekommt es, lange Rede, kurzer Sinn, im Moment aktuell, natürlich auch auf Amazon. Da könnt ihr aber ganz entspannt dran vorbeigehen, weil Kraftdesign hat es im Shop und zwar, ich glaube, bis zu 3 Euro günstiger. Schlagt mich bitte jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit sage. Ich meine knapp ins, ja, roundabout 13 Euro, 12 Euro irgendwas. Guckt bitte bei Kraftdesign, die haben das drin. Es war nämlich dort ausverkauft, weil ich wieder so ungeduldig war. Musste ich dann auf Amazon gehen, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich das so süß finde. Ja, also Kraftdesign, da bekommt ihr das Schätzchen. Damit habe ich das auch für alle gesagt. Ihr müsst also nicht lesen, weil ich lese ja gerne eure Kommentare. Ich freue mich immer wie ein Schnitzel. Hier ist meine Bestellung, die schauen wir uns jetzt an. Ja, also Goodie, wie immer. Diesmal Haribo mit Happy Cola. Goodie kriegt Töchterchen. Zack, weg.
Ich habe bestellt, was jetzt wirklich dringend nötig war, weil weiß ist komplett alle, sind die beiden, das sind bei mir Allrounder inzwischen, White Dream Black is Back Farbgele. Die sind jetzt schon mal wieder in der Pipeline, wenn die Schwarz jetzt auch zu Ende geht. Weiß ist komplett so gut wie leer. Wenn ihr es mir nicht glaubt, hier ist mein alter Topf. Da, die ist bis zum Boden. Ist fertig. Kegel, da muss der Neues her. Und dann nehme ich sie gleich beide, weil das sind Sachen, damit mixe ich und matche ich und mache ich Schnörkel. Und man kann sogar mit den beiden sogar stroken. Jawohl. Ich habe bestellt zwei Tubenquetscher. Es wurde Zeit. Also, es ist ein Set mit zwei im Inhalt. Und ich habe sie jetzt echt satt. Es gibt Tübchen, da rutscht das Acrylgel freiwillig raus, ohne dass man Druck ausübt. Und dann habe ich wieder so ein paar Freunde. Da quetsche ich mir hier einen ab, bis dann endlich das Produkt rauskommt. Wo habe ich denn meinen Schatz, den ich so liebe? Und zwar ist das von Marcard, das Acrylgel. Ich gucke gerade. Hier. Da. Seht ihr, wie das zerknautscht und faltig und. Ah! Ich lege das ja jetzt, wenn es jetzt wärmer wird, wieder auf die Heizung bzw. an eine Wärmequelle, dass es ein bisschen Viskosität bekommt. Aber es ist wirklich, das ist pastös. Das Zeug ist der Knaller. Also, das ist ein Kraftaufwand, den muss ich mir nicht geben. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du schon die Bestellung aufgegeben. Jetzt haust du halt noch die Tubenquetscher dazu. Und sie sind im Doppelpack. Also, wen es interessiert, das sind Tubenquetscher. Dann habe ich mir das mitgenommen. Das wollte ich gerne haben. Ich finde es so süß. Ein Zebra und ein Herz mit auch Zebramuster und Sternchen und Leo und Giraffe und also African Style. Ja, wunderbar. Ist mitgekommen. Freue ich mich auch schon drauf. Und ein kleines Geschenk. Ein kleines Geschenk. So könnt ihr es sehen. Erinnert mich an Barbie-Püppchen. ja, also ausgestanzter Stern innen, also ein kleinerer Vollstern und ein ausgestanzter Stern. Erinnert mich wirklich voll auf Barbie, also an Barbie, Entschuldigung, voll auf, ist auch nicht schlecht. Also so, jetzt habe ich es auf der Hand, könnt ihr sehen. Ne, das ist so typisch Barbie-Sternchen. Ja, ist nicht meine Welt, dieses Rosa. Ich stehe nicht so aufs Schweinchenrosa. Also in ganz seltenen Fällen und dann in Verbindung mit Grau oder Silber. Ich gebe dieses kleine Goodie in meine Verlosung. Kommt in die Verlosungskiste. Ihr wisst, ich bin wieder am Sammeln von Produkten, die doppelt sind oder mit denen ich jetzt wiederum nichts anfangen kann oder die ich schon, also wie gesagt, schon doppelt habe oder weil ich einfach was. Jemanden was Gutes tun möchte. Also es wird eine Verlosung geben, das habe ich gesagt. 500er oder 1000er, weiß ich noch nicht. Ich sammle jetzt einfach mal. Dann habe ich hier ein, ich dachte eigentlich, es wäre ein Pigment, aber ich habe da wieder nicht richtig gelesen, Dummerchen. Ich kriege es nicht ab, wartet. Ich brauche eine Pinzette. Ah ja, ich denke mal, es ist für Schucker. Ich gucke mal auf meinem Handrücken. Ich gucke. Interessant. Ja, es ist zu grob. Das ist mehr so Schuckerring. Schuckerring. Schucker Design in Schwarz. Genau. Hätte ich mir auch sparen können, denn wenn man das Royal Glitter hat, aber naja. Das habe ich bestellt. Genau. Und dann, ihr erinnert euch, der ein oder andere, das hatte ich mir auch eine Bestellung gehabt von Lenny, da war es mit dabei. Da habe ich gesagt, das muss ich unbedingt ausprobieren. Flakes, Pink, schon in Gel eingelegte Flakes unterschiedlicher Größe. Ich habe sie jetzt gerade aktuell hier auf den Nägeln. Warte, ich zeige euch schon mal ein Däumchen. Könnt ihr sehen? Da, das ist so. Oh, sowas liebt sie ja. Oh, da könnte ich stundenlange drauf gucken. Seht ihr das? Opalnägel machen sich damit ganz toll. Und ich war so begeistert, da habe ich ja sowieso gesagt, bei der nächsten Bestellung nehme ich noch zwei weitere dazu. Hier sind sie. Einmal Flakes in Blau. Blau, blau, blau. So, ja. Hier schaut. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mitbekommt, was ich hier zeige. Ich hoffe es sehr. Mega, mega schön. So, und. Einmal in Blau und das Ganze noch in Grün. Ich
grün mit auch pink, aber grün im Vordergrund, das andere blau im Vordergrund und das grün im Vordergrund. Eine super Geschichte. Warum super Geschichte? Ganz einfach. Klar, wir können uns mit einem Clear Gel, klar, jetzt hätte ich wieder dreimal klar in einem Satz genommen, mit einem Clear Gel auf Flakes einarbeiten, alles keine Frage, aber sobald ihr da irgendwie Pinselchen rührend in dem Gel mit den Flakes arbeitet, werden die immer kleiner und immer kleiner und irgendwann sind es nur noch Pünktchen. Und das habt ihr hier halt unterschiedliche Größen und dann manscht sich das nicht so in dem Gel zusammen, sondern es ist fertig gemixt und Pinsel genommen und bam. Deswegen habe ich mir die bestellt, weil ich mische ja eigentlich gerne. Dann ist hier nochmal ein Goodie, weil das habe ich nicht bestellt. Ich gehe davon aus, dass noch einmal ein Geschenkchen ist. Ganz zarte Blüten, sieht man schwer, oder? Kann man es sehen? Ja, so. Die gehen auch in meine Verlosung und tschüss, viel Spaß. Und jetzt kommt das Herzstück. Das ist mein Geburtstagsgeschenk und ich freue mich. Ich habe noch nicht wirklich reingeguckt. Nur mal so ganz kurz. Also, hier haben wir einmal einen Aufkleber. Palim, palim. Ich brauche den jetzt nicht. Ich klebe nur sowas auch nirgendwo hin. Aber hier, das muss sein. Da gibt es auch wieder einen neuen Rahmen. Und dann hänge ich mir das hier bei mir an die Wand und freue mich. Ja, einfach schön, oder? Es ist einfach mit ganz viel Liebe gepackt und es macht sich da auch Gedanken und es ist einfach so, so wunderschön. Der übliche Spruch, den kennen wir ja alle schon. Genau. So ist es. Dann machen wir jetzt mal das zarte Papierchen hier auf. Oh, ciao, 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 ciao. Wer hat sie von euch? Wer hat die neue Lüni-Box? Ich weiß gar nicht, wie ist denn der Slogan diesmal? Was haben wir denn diesmal für einen Namen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Oriental? Keine Ahnung. Egal. Hier einmal Steinchen. Also der einzige Wermutstropfen ist halt, dass die alle in einer Tüte landen, unterschiedliche Größe. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt, ja, weil ich habe das gerne sortiert. Und hier muss man dann immer gucken, dass man die, ja, es geht halt auch, aber man muss halt immer suchen, dass alles passig und dass die Größe stimmt, wenn man etwas legen möchte. Aber das hier ist wirklich mein Beuteschema, ja. Also diese changierend lila, dunkellila, blau, ja, auch so ein Touch golden, also irre schön, irre schön. Ja, mir wäre es lieber gewesen, in den Abteilungen kleiner, größer wären, sodass ich sie wirklich in meine Schubladen packen könnte, ohne mir Gedanken zu machen. Aber hier muss ich sie jetzt alle wieder in ein Fach kloppen und dann die da rauszusortieren. Naja, gut. Ach so, genau. In ein Fach kloppen. Da kommen wir doch gerade. Da kommen wir doch gerade dazu. Ich habe mir ja hier bei PNS24 dieses Teilchen gekauft. Erinnert ihr euch? Das war übrigens mit einer der Videos, die hier echt krachend durch die Decke gingen für meine Anzahl von Abonnenten. Und das hier ist passiert. Ja, also meine Spitze ist gebrochen. Das ist ja dieses wackelige Dackelding hier. Die Spitze ist auch nicht mehr reparabel. Das Ding ist also putt, zerstört. Ja, und ich habe mich so geärgert. So, was habe ich gemacht? Ich bin wieder umgestiegen zu meinem alten, schnodderigen Wachsstiftchen. Ja. Aber soll ich euch was sagen, so hässlich wie der ist, der funktioniert eigentlich immer. Also damit ist mir noch nie was Schlimmes passiert. Der hält ewig, man spitzt ihn wieder an, wenn er nicht mehr richtig will. Aber der ist mir noch nicht einmal gebrochen oder sonstiges. Also von daher, das hier ist echt ärgerlich. Der ist so schön. Ich werde mich vielleicht mal in einer ruhigen Minute mal hinsetzen, versuchen hier den Wachs irgendwie nochmal zu, ja, gangbar zu machen, um eine Spitze zu formen. Aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Aber dafür hat die Lünni in ihrer Box ein neues Tool mit einer Wachsspitze. Yippie, yippie, ich freue mich. Hier ist die Dotting-Seite sogar mit einer größeren Kugel. Das finde ich ganz gut so. Die andere gut. Ist halt nur eine Spitze. Das Ding scheint hier fest zu sein, weil das tue ich ja immer anmarkern. Ne? Da bin ich ja immer sauer, wenn das wackelt wie Lämmerschwanz. Die Spitze, ich bin gespannt, ob sie hält. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil hier ist auch kein Deckelchen drauf. Ich könnte natürlich jetzt mal gemein sein und hier den Deckel mal probieren. Ja, muss nicht sein. Der würde ganz verschwinden. Ja, muss man halt dann so rum reinstecken in sein Gefäß oder was auch immer man benutzt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich schiebe ihn da wieder rein.
Aber ich habe jetzt wieder einen. Gucken, wie lange er bei mir hält. Dann ist ja so ein bisschen Nailart dabei. Also eine Kombination aus allem. Und hier sind Kaviarperlen, die sich irgendwie hier schon aus der Dose verabschiedet haben. Deswegen werde ich das jetzt nicht öffnen für euch. Seid mir nicht böse, aber ich habe hier keine Lust auf Schweinereien. Das mache ich, wenn die Kamera aus ist. Ich weiß auch jetzt nicht so genau, was hier drin ist. Aber ich weiß, dass Lüni das natürlich verfilmt hat auf ihrem Kanal. Schaut da bitte. Da seht ihr die Inhalts, die Ingredients oder die Kleinteile dann besser, als ich jetzt hier mit diesen Kaviarperlen hier gleich Samba habe. Das brauche ich nicht. Also neugierig hier drauf bin ich. Das ist die Rubber Base. Und sie erzählt in ihrem Video davon, dass sie damit auch Steinchen klebt und anderes Gedöns macht. Da bin ich dann mal gespannt. Sehr dickflüssig. Ich werde mich damit testen, was damit möglich ist. Keine Ahnung, habe ich noch nicht von ihr. Genau, die Rubber Base. So, ja, Leute, es geht los. Jetzt schauen wir doch mal in die Fläschchen rein. Ich gucke gerade, ob ich was zum Aufpinseln habe. Lass mich mal schauen, ob ich noch ein Rad habe. Ah ja, ich habe ein Rad. Wollen wir ein bisschen pinseln? Ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee auf euch, ihr Lieben, auf die geilste Community, die ich habe. Sag ich öfters mal, aber es muss sein. Ich muss euch einfach mal loben, ihr seid so Zucker. Ihr gebt mir wirklich den Ansporn, weiterzumachen. Und es macht mir einen Riesenspaß und ich fühle mich echt mit euch verbunden. Als würden wir alle an unseren Tischen zusammensitzen, unsere Pötte, und wir machen zusammen jetzt hier mal die Fläschchen auf. Also, wer hat die Box schon? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Seid ihr auch so begeistert wie ich hoffentlich am Schluss? Auch bitte reinschreiben. Oder seid ihr absolute Neulinge? Oder habt ihr noch nie was bei Lüni bestellt? Oder. Es interessiert mich. Vollfarbe, lila, Vollton, Vollfarbe. Ich bin auch voll in Farbe hier. Nein! Ich kratze. Macht das auch bitte bei diesen Soak-Off, Shell-Lacken und weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Shell-Lack wird hier auch deklariert. Also bitte ganz dünn. Seid da bitte fleißig. Ne? Also hier keinen faulen Aufstrich, sondern wirklich zweimal dünn. Und dann ist das Ding auch wunderbar in der Aushärtung. Macht keine Probleme. Und komplett durchhärten, ne? Auch nicht zu vergessen. Eine Schicht. Und dann kommt hier. Oh, nicht zu definieren. Aber ich werde es euch auftragen. Oh, ist das schön. Oh, nein, was ist das? Schauen wir doch mal. Ei, es ist auch lila. Aber mit Partikelchen. Und das ist nicht nur Gold, würde ich sagen. Das ist auch noch ein anderer Schimmer. Oh, ist der schön. Oh, mein Herz. Oh, ja, der ist schön. Ist die Kamera da fangen? Ich weiß es nicht. Also ganz subtil, ganz fein im Untergrund durchschimmernd. Vielleicht mit dem zweiten Auftrag erst richtig schön. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine dünne Schicht und dann machen wir das Ganze. Aber die gefällt mir echt gut, die Farbe. Leute, ist die schön. Dann haben wir hier so ein Bronze, Gold, irgendwas. Sogar noch ein bisschen dunkler. Schauen wir mal, was hergibt auf dem Rad. Ich würde sogar als dreckigen Bronzeton. Leute, da ist nichts dreckig. Soll ich euch was sagen? Das ist irgendwie Multicolor. Also diese Glitzerbestandteile sind grün, funkelnd, goldfunkelnd. Ich sehe auch irgendwie was Rosanes, Pinkiges. Also wieder so ganz... Also das kann sie ja wirklich gut, die Lüni. Dieses... Ja, dieses... Also, nicht einfach nur eine Farbgel, sondern einfach mit dem Shishi obendrauf. Das kann sie gut, dafür schätze ich sie sehr. Und ja, das ist jetzt etwas dicker aufgetragen. Weil ich will es jetzt natürlich wissen. So, jetzt kommt ein Ton, ich muss mal es wieder runterlegen, der mich wirklich mitgenommen hat, als ich das Video gesehen habe von Lüni. Da habe ich mir gedacht, und nur wegen dir ist es das wert. Wegen dieser Farbe ist es wert, die Lüni-Box zu kaufen, weil das ist so meins. Also das ist so Glitzer, ja, Gold, Rosa. Ja, es ist lila-stichig. Entschuldigt bitte, es wäre ja auch Quatsch. Es ist im Grunde ist es
In der Tiefe ein lila Glitzer und das Goldene ist im Vordergrund. Habe ich jetzt hier vielleicht irgendwo ein Fussel? Ja, na super. Entschuldigung. Hi, mir geht gerade das Herz auf. Oh, das ist wirklich ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Und ich finde es so toll. Ich möchte es gerade aushärten. Die sind noch ein bisschen böse, die Fläschchen, weil bei mir ist es kalt. Aber hallo, ich härte es kurz aus. Dann können wir nochmal die zweite Schicht legen und uns dran erfreuen. Also ich erfreue mich riesig, wahnsinnig dolle. Das zaubert mir immer so ein Grinsen aufs Gesicht. Ja, also wer ist Lüni verliebt, wer ist Shop verliebt, was Lünis Produkte angeht. Ich habe nicht alles, ich muss auch jetzt nicht alles von ihr haben, aber es gibt so immer so ein paar Schmankerl. Der Dauerbrenner ist wie gesagt bei mir schwarz und weiß. Und halt hier solche Knuffis halt, das nimmt mich einfach mit, da kriegt man mich halt mit. Das ist einfach so. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen sie alle noch einmal drauf. Zweite Schicht. Meine Güte, mir fallen schon wieder Designs ein. Das wird ja wieder lustig. Mal gucken, wie lange mein Opal jetzt hier drauf bleibt, bis es mir wieder in den Fingern juckt. Ich will das ausprobieren. So, hier ist die Volltonfarbe. Bin ich Kamera? Oh, ich bin die Kamera. Es tut mir leid. Also das nächste Mal, wenn ich wieder was bestelle, denke ich dran. Das ist echt schwer, das nicht zu öffnen. Ja, und dann passiert es einem so wie mir letztens bei diesen Love Nails, wo ich nicht mehr wusste, was drin war. Mein erstes Love Nails Unboxing, das war echt heftig. Zweite Schicht, sehr, sehr schöner lila Ton. Yippie-yay. Den brauche ich jetzt nicht nochmal, der ist klar. Aber jetzt kommt noch dieses andere Schätzchen im Untergrund mit dem Glimmer in Goldlila. Oder ist es doch nur lila? Nein, ich meine, da wäre auch Gold dabei. Hammer. Hammer schön. Ja. Meins. Ich bin ja lila verliebt, blau verliebt. Oh, herrlich. So, was sagt ihr dazu? Gefällt euch sowas? Ich finde es. Also der ist Bombe. Der ist Bombe. Oh, das ist ein Schatz. Ich weiß gar nicht, ob die dann auch im Shop landen, diese Farbgele bzw. Shellacke. Und hier die Namen auch, ne? Tausend und eine Nacht. Das ist also hier mein Liebling. Den finde ich echt mega. Ja, dann haben wir hier Sweet Dreams. Das ist also quasi der Vollton in Lila. Ich tue das gerade aushörten. Und dann, wie heißt der hier? Fantastic. Ja, der Name trifft's. Der ist fantastisch. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Alles in allem wirklich wieder eine Box, die mich wirklich mitgenommen hat, begeistert hat. Ich hoffe, ihr habt euch da auch der eine oder andere schon hinreißen lassen und kann es unterschreiben. Und ja, mal gucken, was ich mir da demnächst mit zauber. Das ist natürlich jetzt wirklich schade, aber ich mache jetzt erstmal hier das alles fertig. Ich bin total rau. Ich bin total am Austrocknen. Apropos Austrocknen der Haut. Wen interessiert es, selbstgemachte Peelings für die Hände herzustellen? Ich habe da zwei Rezepte, die ich immer mal wieder mir zu Gemüte führe, sprich meine Hände damit bearbeite. So ein Kick für die Hände in Form von Peeling selber herstellen. Schreibt es bitte hier in die Kommentare, dann mache ich euch dafür mal ein Video, wo wir zusammen unsere eigenen Peelings mixen. Also eine Sorte bzw. zwei Sorten habe ich da, die ich benutze. Wenn es interessiert, bitte in die Kommentare. Dann mache ich darüber mal ein Video, was natürlich hergestellte Peelings angeht. Ich benutze auch Peelings nur bei meinen Füßen und bei meinen Händen, falls es jemand interessiert. Ich mache keine Peelings im Gesicht, weil das die Gesichtshaut ist. Und ich der Meinung bin, jede Kosmetikerin darf mich jetzt gerne hauen, aber da haben Stoffe, egal in welcher Form, eigentlich nichts auf der Haut zu suchen. Genau, meine Meinung. Nur mal so. Aber Peeling für die Hände und für die Füße bin ich immer zu haben. Das sind diese vier wunderbaren Töne und ich finde sie mega und ich freue mich drauf, wenn ich damit was machen kann. Ich mache einfach mal ein paar Tipps für Insta oder hier vielleicht ein Design wieder. Ja, genau. Das dürft ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Sollten Nails Coffee and Tea von diesen wunderschönen auch ein Design zaubern?
dann mache ich das. Schreibt es unten rein. Lasst uns interagieren. Lasst uns zusammen uns austauschen und teilhaben an unseren Erfahrungen, an unseren Wünschen, an unseren Ideen. Und. Ich freue mich sehr. Die Frage mit meinem Pinselhalter habe ich ja hiermit jetzt auch beantwortet. Es gehen ganz liebe Grüße raus. Ich hoffe, du bekommst ihn noch. Ich denke mal, der ist wieder schnell ausverkauft, weil das Ding wird echt gehypt. Genau. Wollte ich noch was sagen? Also ich sag nur, das war's für heute, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir trinken jetzt unseren Kaffee und unseren Tee fertig. Ich zumindest räume das hier weg und versiegel diese Schätzchens noch. Und ja, ich freue mich einfach. Ich bin gerade am Überfluten an Freude, weil es so eine schöne Box geworden ist. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere kann das unterschreiben und hat sie auch schon zu Hause und findet sie klasse. Dann würde ich dann denke, ich weiß es nicht so recht. Möchte ich euch noch was sagen? Ich bin total durch. Ich bin heute echt total durch. Ich muss diesen Tee jetzt schlürfen, damit ich wieder wach werde. Ich höre jetzt auf zu reden. Es hat keinen Sinn mehr. Bleibt in eurer Mitte. Schafft euch eure Wohlfühloasen. Oh meine Güte. Ich drehe abends nicht nochmal. Das war jetzt das letzte Mal. Ich mache das nicht mehr. Ich verspreche es. Ihr bekommt wieder ein Frühvideo, dann bin ich nicht so abgelaufen wie jetzt. Ja, und wir sehen uns zu dem einen oder dem anderen Video dienstags oder freitags wieder. Und ja, ich sag bis dahin einfach nur Tschüss.